Und wieder zurück in Dark Souls 2. Ja. Hallo und herzlich willkommen. So, wir bewegen uns mal vorwärts. Und ich habe in der letzten Folge, habe ich noch gesagt, wahrscheinlich, weil ich eine Hülle bin, mache ich Wendrick mehr Schaden. Das ist aber eine Fehlinformation gewesen von mir. Ich mache mehr Schaden, weil ich mehr von diesen Seelen besitze. Von diesen Riesenseelen, glaube ich, hier. Warte. Ja, halt die Seelen von den Riesen. Denn durch die Riesenseelen mache ich dann schlussendlich irgendwie... Ah, hier. Seele des ersten Riesen als Beispiel oder auch weitere Seelen, die von den Riesen sind scheinbar. Mit denen mache ich dann eben mehr Schaden. Bedeutet für mich eigentlich, dass ich den hier rausnehmen kann. Stellt ganz langsam Tepe wieder her, das macht nicht so viel Sinn. Wir nehmen etwas, wo ich die Lebenspunkte irgendwie erhöhen kann. Habe ich sowas? Ne, wir machen Ausdauerregeneration. Das ist eine gute Sache. Dann machen die Menschlichkeit hoch. Und dann schnappen die uns noch... Ja, ich hätte es ein bisschen anders machen sollen. Komm, wir machen es so. Es geht schon. Weil dann sollte ich auch ein paar Schläge überleben. Und das ist eben das Wichtige schlussendlich. Weil ich glaube, er musste zwei Hits machen und dann war ich in der letzten Folge tot. Das ist halt nicht so toll. Definitiv nicht toll. Also. Tja, dann Versuch Nummer 2. Ich müsste eigentlich ein bisschen mehr Licht machen hier. Das wäre wirklich nicht schlecht. Ja, mit dem Schwert geht's gut. Hm, schlag doch nur zu. Dreh dich in die andere Richtung. Genau. Weil der Schlag besser kommt. Genau so. Du machst es gut, mein Junge. Bin ich tot? Nee, ohne Witz. Ich habe noch eine Idee. Nehme noch den Lichtschein mit. Warum sollte eigentlich... Nee, warte, ich mache es anders. Ich bin ja so oder so viel im Nahkampf. Dafür brauche ich aber... Und Licht nehme ich auch gleich mit. Das sollte ja theoretisch gehen, ne? Verkürzt Zauberwirkzeit. Verlängert Zaubereffekt. Wir machen die längere Dauer. Ich hoffe, dass dann die Verstärkung ebenfalls drauf ist. Menschlich machen wir uns jetzt mal nicht. Das bisschen Lebenspunkte, das mir jetzt durch die Hülle abgezogen wird, lassen wir so. Sie hinten wieder durch, die Glocken läuten gleich. Ja. Das sind immer diese Idioten, die Glocken läuten. Da kann ich sie nicht für immer töten, das wäre natürlich super geil. Aber ja. Folgen die mir bis ganz hier rein oder stoppen die irgendwann? Ah, da stoppt er. Gut. So. Holy shit. Hey. Nee. Ey, verarsch mich nicht. Wendrick, du Sound. Mann.
Als ich das allererste Mal gegen ihn gekämpft habe, hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Und jetzt kriege ich gerade mega aufs Maul von ihm. Was ist los mit dir, Wendrick? Willst du nicht sterben? Anstrengende Bossgegner. Ich weiß gar nicht, ob ich Wendrick irgendwann mal jemals getötet habe. Ist ja nicht das erste Mal, wo ich Dark Souls spiele. Ich weiß nicht, ob ich Wendrick irgendwann mal getötet habe. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, ich habe den noch nie gekillt. Ich muss mich einfach ein bisschen besser positionieren, glaube ich. Ja, ja, doch, ich leuchte. Das ich sollte mehr Schaden machen. 130 habe ich gemacht. Jetzt 144, okay. Ist jetzt nicht der helle Wahnsinn, mehr Schaden, aber immerhin. Ich meine, auch das bisschen macht schon was aus. Auf die Dauer dann. Ja, oh. Hier muss ich aufpassen. Nein. Nicht die Seite wechseln. Ja, genau so. Ist halt gefährlich, wenn er irgendwie sich blöde bewegt. Ich sag's ja. Na, viel mit Rollen arbeiten. Rollen ist gut. Das meinte ich mit dem zweiten Schlag. Das sind die Bösen. Du bist nicht schneller, Wendrick, oder? Ist ja ziemlich groß, muss man schon sagen. Ein bisschen Licht. Ansonsten sieht man ja gar nichts. Kommt noch? Nein, kein Slider. Nicht so drehen, anders. Ja, ja, sehr guter Junge. Braver Junge. Oh, nicht so brav. Okay. Ich könnte schwören, er hat gerade Lebenspunkte regeneriert. Ist langsam. Langsam ist gut für mich. Ich frage mich nur, ob irgendwann noch schneller wird. Das wäre nicht so cool. Ja, halblang, Junge. Oh. Ganz ruhig, mein Großer. Ja, bloß in die Richtung, genau. Nein. Böser Wendrick. Aus! Ja, ich knack dich jetzt, mein kleiner Ho. Mein großer. Mein böser. Mein böser trifft es gut. Nein! Oh, das war jetzt close. Holy shit. Falsche Richtung. Oh, fuck. Machst du einen Sprung oder so? Nein. Es gibt schwere Regenerierungspunkte. Wahrscheinlich einfach. Wahrscheinlich regeneriert er gar nichts. Ich habe einfach das Gefühl. Ne, jetzt steht doch anständig hin, mein Großer, ja? So ist gut. Jetzt stehst du wieder nicht gut.
Du wirst ja immer wütender. Er bleibt einfach immer gleich langsam. Oh, ich knack dich jetzt. Ich muss einfach ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Keine Hast, keine Hast. Die Hast ist der Feind. Na. Okay. Keine Hast. Keine Hast. Der Hast ist der Feind. So. Und ich sag's noch. Der Hast ist der Feind. So. Puh. Lang lebe der König. Kriege ich von dem keine Seele? Ah, jetzt kann ich es untersuchen. Na dann. Auf in längst vergessene Zeit. Jetzt bin ich sehr gespannt, wo ich... werde. Nee, warte. Ich darf da nicht hoch. Ich darf da nicht hoch. Ja, ja. Aber man hat ihn gesehen, ne? Velstad heißt er, glaube ich. Der Wächter vom König. Muss man sich das vorstellen. Der hat seit damals bis jetzt immer Wache gehalten. Vendrick? Seeker of Fire. Coveter of the throne. I am Vendrick, ruler of Dranglake. As flame rises, so does it fade. Such is the way of things. Do you intend to link the fire? Then you must first take the throne. Prove your worth. Find the ancient crowns. Seek adversity, and they will be yours. And your wishes, granted. And your wishes, granted. And your wishes, granted. Das war's, mein Großer. Kann ich dich angreifen? Ah, das darf ich aber nicht machen. Ja. Töricht. Gut, ich glaube, ich könnte ihn ohnehin nicht besiegen. Ich probiere noch einmal rein und dann zurückzugehen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass ich nichts finde. Hätte eigentlich gehofft, dass ich hier in diesem in längst vergessener Zeit noch irgendetwas finde. Jaha, den Wish is granted, ja super. Nein, ich will ihn nochmal töten. Ich frage mich, was er da gemacht hat, an dem Ort. Und er wurde dann ja irgendwann auch zur Hülle. Nur ist halt die Frage, warum? Warum wurde er da dann irgendwann auch zur Hülle? And your wishes granted. Ach Jungs, ihr werdet mich nie kriegen. Na gut, also, was machen wir jetzt? Wir haben keine Seele von Vendrick gekriegt. Ich habe sehr gehofft, dass wir noch eine Seele kriegen, wo wir dann die Seele irgendwie umtauschen können gegen den Gegenstand. Leider nichts, gar nichts. Schade eigentlich. Ah, etwas noch. Wir haben hier hinten ja...
Ich kann das Licht nicht ausmachen. Muss ich warten, bis es erlischt ist? Ich warte mal, bis es erlischt ist. Wird das Licht kleiner? Kann das sein? Ich wollte noch kurz zu dem Typen gehen, weil der hat mir geholfen, Velstad zu töten. Ich dachte mir, vielleicht hat der jetzt, ja, vielleicht hat der jetzt ja was für mich. Könnte ja sein. Ich meine, er hat mit mir gekämpft. Ich glaube, er ist aber im Kampf dann gestorben. Ja, ist gut. So. Vielleicht hat er noch was Wichtiges für mich. Nichts. Schaden kommt zurück. Eines der verlorenen Wunder nur in den bewahren Flügel. Die Gruft unten. Fügt leere Höhlen schweren Schaden zu, hat aber sonst keine Wirkung. Okay. Dann ist es nicht wichtig für mich. Moment. Life is never easy. Never fair. Even more so on this path you've chosen. May you find your peace one day. Take these with you. You may need them. As proof of your visit here. Dunkel trifft. Gone so soon. We will meet. Naja, du hast mir ja schon dunkel trifft. Egal. Dunkel trifft. Vor allem, Gefühl des Schwarzstahl-Katana, es gehört zu den robustesten Katana-Typen und wird von schnellen Ziehen meistens bevorzugt. A auf Beweglichkeit. Ein Katana ist in der Regel ein sehr, sehr schnelles, schnittfeste Waffe. Jo, klingt gut. Ich glaube, wir haben das Wichtigste durch, ne? Wir könnten den Drachen noch angreifen, den Großen. Kann man aber auch nach Belieben später noch machen, glaube ich. Wir nähern uns langsam dem letzten Tor. Und zwar das Tor in Dranglike. Was ich jetzt aber noch mache, ist, ich setze noch alle Seelen ein. Das mache ich in der nächsten Folge aber. Ich setze alle Seelen ein, ich gucke, welche Fürsten, Seelen und so weiter und so fort ich noch brauche und einsetzen möchte. Und werde mich dann dementsprechend hoch pushen noch. Ich meine, ich habe so viele Seelen. Die einen oder anderen, die werde ich gar nicht brauchen oder brauche ich nicht. Ich habe ja auch noch Zauber, die ich noch unbedingt einsetzen will. Wir misten noch ein bisschen aus, das muss ich noch machen. Versteinertes Ei. Versteinertes Etwas. Na, das könnte ich eigentlich noch bei den Raben abgeben, das machen wir. Wir bereiten uns in der nächsten Folge für die letzte Tür vor. Und tja, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Dark Souls 2. Ich freue mich drauf. Da noch ein bisschen vorbereiten, die neuen Zauber rausfiltern, brauchen, benutzen, ausprobieren und noch ein bisschen Items abgeben. Und in der übernächsten gehen wir dann durchs letzte Tor. Ich bin sehr gespannt. Gut, ich sag's nochmal, ich freue mich auf die nächste Folge von Dark Souls 2. Bis dann.